So, jetzt in der ersten Sekunde keine Panik. Willkommen zu Gothic 3, A Piranha Bytes Game von 2006. Neues Spiel. Das ist eine Legende unter den Rollenspielen, für mich jedenfalls, und ich liebe es einfach. Ich habe es damals geliebt zu zocken und ich denke auch, dass ich dieses Mal in Myrtana sehr viel Spaß haben werde. Ich hoffe, die Musik und Co. ist nicht allzu laut, aber ich denke nicht. Die Grafik ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist halt von 2006, aber für mich eins der geilsten Rollenspiele überhaupt. Und eine Sache, mit der ich auch so quasi mit aufgewachsen bin. Mein erster PC hat das schon miterleben dürfen hier, das Spiel. Also mein erster richtiger PC. Ah, es ist fertig. Oh, es geht schon los. Wollen wir mal das Schwert nehmen? Gut gemacht. Um den Gegner anzugreifen, bewege sich in seiner Nähe, bis sein Name angezeigt wird. Durch das Klicken der Maustasten werden deine Gegner getötet. Nein, nicht ganz. Was haben wir da? Linke Maustaste, um den Bogen zu spannen. Oh. Das ist der Boss. Sein Speer.
Sein Krieger. Bam. Ach, nehmen wir das Schwert. Ein bisschen. Bisschen. Wie soll ich sagen? Bisschen schwammig hier alles. Die Steuerung und Co. Ja, ha. Nimm dies, nimm das, nimm jenes. 150 EP. Kann man das hier. Wenn man auf I drückt, hat man das in der Nähe, oder wie? Nee. Das sind die Talente. Okay. Das brauchen wir alles noch nicht. Tot. Sprinten auf Umschalttaster. Yeah. Da ist noch einer. Bleib stehen. Warum soll ich stehen bleiben? Hey. Was sind hier noch mehr? Gibt's hier nicht. Level up! Er liegt auch ein bisschen fragwürdig auf seinem Häuschen. Ich mach dich fertig. Okay. Er backt so ein bisschen in der Wand. Ach so, kann man die ausnehmen. Nimm alles. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Wer ist Xardas, verdammt? Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. So, und was gibt's in Redok? Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mit in der Scheiße. Alles klar. Neue Quest. Sprich mit dem Anführer der Rebellen in Redok. Stufe 1. Sehr schön. So, kann ich hier irgendwas trainieren? Benötigte Stärke? Nö. Lernpunkte. Muss ich erstmal wieder reinfinden. Hehe, hallo. Ein Meister der Armbrust ist er. Was haben wir da auf dem Boden liegen? Einen rostigen Zweihänder. Du hast doch bestimmt, danke. Was für mich? Ein Krutschwarock. Das nehme ich mal mit. Das auch. Das Krutschwarock lasse ich mal hier. Sind die auch alle noch fleißig am Kämpfen? Wie ging denn hier springen? Ach, auf Alt. Er steht hier hinten und hält ein Pläuschchen. Heiltränker. Gleich mal mitnehmen hier. Ach, wirklich? Teleportstein. Jawohl. Silberpokal. Gleich mal leechen hier. Der hier. Wieder eine Ork-Armbrust. Also man braucht auch eine schwere Armbrust. Den Skill dazu. Milton, Diego. Hier ist der Boss. Der hat eine Karte. Das ist gut. Karten sind immer sehr gut. Gibt es hier irgendwas Schönes? Eine Truhe? Mal hier das mitnehmen hier. Wir brauchen das eh nicht mehr, die hier wohnen. So, und dann gleich mal das Spiel speichern auf einem neuen Spielstand. So einfach machen wir uns das. Erster Tag, es ist 13 Uhr. Hast du nicht gesehen hier? Die Musik ist immer noch ein bisschen laut.
Gehe meine Einstellungen ganz kurz auf die Musik. So. So. So, dann ist die Musik wenigstens auch nicht so laut wie jetzt zu dem. Es gibt's doch wohl nicht. Diego ist auch der Hammer hier. Du bist doch Diego, oder? Ja, er ist auch echt der Hammer. Dir werde ich's zeigen. Mach mal. Zeig's dem mal. Ich gucke mal hier. Ich nehme mal. Nein. Nee, doch nicht. Dann nehme ich das doch nicht. Dann nehme ich nochmal einen kurzen Gucker hier rein in die Steuerung. Tastaturbelegung. Standard angepasst. Das ist ja. Ist ja der Hammer. Soweit ich weiß, konnte man doch hier auch in den Ego-Modus gehen, oder ging das nicht? First-Person-Kamera. Komma, 10er-Tasten, alternativ auf T. Jawoll! Belegt mal für 2006! Ah. Das ist der Hammer. Was haben wir hier eigentlich für ein Schwert? Was habe ich denn hier in der Hand? Große Waffen. Ein Ork-Töter-Bonustalent. Das ist aber schön. Das hier ist doch auch einer von unseren Leuten. Deswegen machen wir hier so viel. Befreie Ardea von den Orks. Ruf bei den Rebellen. Der hat's nicht mitgekriegt hier. Halt! Halt! 100 EP 50. Achso, das sind jetzt die EP von denen, die weggelaufen sind, oder wie? So, was haben wir hier? Der Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Das ist gut. Oh. Werden wir zum Alchemisten, weil wir lesen können. Heiltrankrezept, noch eine Kelle. Einen Dietrich nehmen wir mal mit. Ach komm, das nehmen wir alles mal mit. Das Fläschchen nehmen wir auch mal mit. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nö. So, ich soll zu meinem Kumpel Gorn. Wo ist denn der hier? Rustiger Zweihänder, Sklave. Oh, der hat Brot dabei. Sehr schön. Das ist Gorn. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Lester, wer ist Lester? Ist das nicht schön hier, wo ich hier gelandet bin? Da hinten ist ein abgebranntes Haus. Da unten ist auch noch ein Haus. Können wir mal zum Strand gehen? Ah, bleiben bei der Waffe hier. Und die kann man nicht mitnehmen? Schade. Ich dachte, die kann man mitnehmen, die Blumen. Hui! Wer bist du? Ach, Lester! Es gibt keine Verstärkung. Hab ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Oh, das ist natürlich doof. Und was haben wir jetzt mit unserer Ausrüstung? Wo ist die? Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dann brauche ich eigentlich gar nicht wieder weitergehen. Dann kann ich auch wieder zu Diego gehen. Lass mal einen Heiltrank. Mal einen nehmen hier. So. Bergaufstieg ist auch mal sehr anstrengend. Weil man immer so viel Gegenwind hat, wie es aussieht. Wenn ihr so weitermacht, wird es nie was. Was ist los? Piraten. Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten.
Der Dorfälteste. Und was ist jetzt hier mit der schönen Geschichte gemeint? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roba gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Das ist nicht gut. Ich habe natürlich mit dem Dorfältesten geredet, wenn das der Hamler war. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Belia, okay. Und was machen wir jetzt? Wo kriegen wir Ausrüstung her? Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Das heißt also, ich soll... Ja, verstanden, Diego. Und was machst du jetzt? Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Gorn, Gorn, Gorn. Wo bist du, Gorn? Das ist Milton hier. Ah, und der Krieger, der hat noch ein bisschen was dabei. Das ist doch Gorn. Was machst du jetzt, Gorn? Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Ja, dann zeig mir mal, wo wir hin müssen. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. So, Gorn zeigt mir jetzt, wo die Rebellen sind, genau. Und wo die Rebellen sind, das sehen wir in der nächsten Folge von Gothic 3. Ich speichere jetzt hier. Und, ja. Erstmal gucken, genau, es ist jetzt 15.03 Uhr hier an diesem ersten Tag. Dann wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Vergnügen mit der Folge hier. Und wir sehen uns in Part 2 wieder. Bis dann. Meine Lieben, wenn es jetzt... Ach, jetzt geht's.